Hallo und herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Mein Name ist Georg Hagel und in diesem Video beantworte ich die folgenden drei Fragen. Was versteht man unter der zyklomatischen Komplexität oder MacCabe-Metrik? Wie berechnet man diese Metrik? Und was können wir aus der zyklomatischen Komplexität ablesen? Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Vorher habe ich ja das Wort Komplexität in den Mund genommen. Wie kann man sich das vorstellen? Komplexität messen. Dazu ein kleines Beispiel. Stellt euch vor, ihr wolltet im Jahr 2019 abends auf eine Party gehen. Dann waren folgende Fragen interessant. Wo und bei wem und um wie viel Uhr findet die Party statt? Wie kommen wir hin und wie kommen wir wieder zurück? Das war alles. Heute zu Corona-Zeiten stellt sich das wesentlich komplexer dar. Zusätzlich zu den Fragen oben kommt nämlich dazu, wie sieht die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen und das am Ort der Party aus? Und wie sind gerade die Regeln? Unter 35 Neuinfektionen heißt es, private Feiern sind bis 100 Personen erlaubt. Von 35 bis unter 50 Personen sind maximal 10 Personen erlaubt und die Sperrstunde ist um 23 Uhr. Von 50 bis unter 100, wir sind in Bayern, 5 Personen aus 2 Haushalten dürfen bei privaten Feiern zusammenkommen. Die Sperrstunde ist aber ab 22 Uhr. Und ab 100 Personen ändert sich auch noch die Sperrstunde auf 21 Uhr. Eventuell gibt es sogar noch Sonderregeln für einen Wert, der weit über 100 Neuinfektionen ist. Bei uns hat es zum Beispiel zu einem Teil-Lockdown in einzelnen Regionen geführt. Wir sehen also, das Leben heutzutage in Corona-Zeiten ist wesentlich komplexer. Wir können nur hoffen, dass es irgendwann wieder einfacher wird. Dass das Leben aber im Moment so komplex ist, wenn man auf eine Feier gehen möchte, liegt unter anderem an den vielen verschiedenen Fällen, die wir betrachten müssen. Es stellt sich nämlich die Frage, kann man diese Komplexität dann vielleicht sogar messen? Und tatsächlich, es gibt eine Metrik, mit der wir die Komplexität bestimmen können. Wenn ihr euch jetzt fragt, was sind Metriken überhaupt und was für Eigenschaften müssen Metriken erfüllen, dann schaut euch meine Videos zu Metriken hier auf diesem Kanal an. Den Link habe ich euch in die Beschreibung gestellt. Es geht also jetzt um eine Komplexitätsmetrik, also eine Metrik, die etwas über die Komplexität eines Programms aussagt. Diese Metrik darf nicht verwechselt werden mit einer Umfangsmetrik wie Lines of Code oder der Hallstatt-Metrik, die ich in anderen Videos vorstelle. Die Metrik, die wir betrachten wollen, heißt zyklomatische Komplexität oder MacCabe-Metrik. Thomas McCabe hat sie 1976 veröffentlicht, also schon ziemlich lange her. Wie ist also die zyklomatische Komplexität definiert? Sei C die Anzahl der Bedingungen im Code, so lässt sich die zyklomatische Komplexität oder McCabe wie folgt bestimmen. Z gleich C plus 1. Dabei werden bei zusammengesetzten Bedingungen alle atomaren Bedingungen einzeln gezählt, bei Switch-Case-Statements werden alle Zweige ohne Default gezählt. Das hört sich jetzt ziemlich kompliziert an, aber in den Beispielen in diesem Video und auch in einem weiteren Video zur MacCabe-Metrik zeige ich euch, dass es überhaupt nicht so schwierig ist. Nehmen wir zunächst den trivialen Fall, dass wir keine Verzweigung haben. Hier dargestellt. Hier ist die zyklomatische Komplexität z gleich 0 plus 1 gleich 1. Wir sehen also, dass die MacCabe-Metrik grundsätzlich größer oder gleich 1 sein muss. Kleinere Werte können nicht vorkommen. Behandeln wir als nächstes eine einfache Verzweigung mit einem If. Hier sehen wir nur eine atomare Bedingung. Also ist damit C gleich 1 und die zyklomatische Komplexität Z gleich 1 plus 1 gleich 2. Dann nehmen wir mal noch einen Else-Zweig hinzu. Kommt ein Else-Zweig hinzu, ändert sich die Anzahl der Bedingungen ja nicht. Also auch nicht MacCabe. Z ist also wieder 1 plus 1 gleich 2.
Schauen wir uns jetzt mal zusammengesetzte Bedingungen an. Hier müssten alle atomaren Bedingungen einzeln gezählt werden. Was haben wir hier? Einmal x modulo 2 gleich 0 und dazu mit und verknüpft die Bedingung x größer 0. Also haben wir insgesamt zwei atomare Bedingungen und damit ist z gleich 2 plus 1 gleich 3. Jetzt haben wir alle Beispiele behandelt, um die Komplexität unseres Beispiels zu Beginn mit den Corona-Regeln zu bestimmen. Das Beispiel habe ich hier mal vereinfacht in Code geschrieben. Stoppt mal kurz das Video und bestimmt selbst, wie hoch die zyklomatische Komplexität jetzt ist. Das war jetzt sicher nicht schwer. Es gibt genau 4 atomare Bedingungen, also ist die zyklomatische Komplexität gleich 4 plus 1 gleich 5. Kommen wir jetzt mal zu einem Beispiel mit einer einfachen Schleife. Den Code habe ich mal für alle 3 Schleifentypen hingeschrieben. Hier müssen auch nur die atomaren Bedingungen gezählt werden. In allen Schleifen der Beispiele kommt, wie ihr hier seht, nur eine Bedingung vor. Damit ist die zyklomatische Komplexität also z gleich 1 plus 1 gleich 2 und zwar für alle 3 Schleifentypen. Ich habe hier jetzt nochmal ein Beispiel mitgebracht, das wir auch im Video über die Hallstättmetrik verwenden. Es sind 2 Algorithmen zur Berechnung des größten gemeinsamen Teilers. Stoppt mal bitte nochmal das Video und überlegt euch, wie hoch der Wert für die zyklomatische Komplexität für jeden von diesen beiden Algorithmen ist. Wir sehen, dass beim ersten Algorithmus 2 Bedingungen und im anderen eine Bedingung vorkommt. Die zyklomatische Komplexität ist also 3 bzw. 2. Laut McCabe können wir also mit Hilfe dieser Metrik erkennen, dass der erste Algorithmus also etwas komplexer ist als der zweite. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass man die zyklomatische Komplexität auch über Ablaufgraphen bestimmen kann. Man zählt dann Kanten und Knoten des Graphen und bestimmt daraus die zyklomatische Komplexität. Das sei aber hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Das soll es jetzt in diesem Video erstmal zur zyklomatischen Komplexität gewesen sein. In einem weiteren Video werde ich noch Beispiele zum Switch-Statement machen und an einem Beispiel mal zeigen, wie man die zyklomatische Komplexität sogar verringern kann. Zusammenfassend haben wir also in diesem Video Folgendes gesehen. Was ist die zyklomatische Komplexität oder McCabe-Metrik? Wie kann man sie für atomare und zusammengesetzte Bedingungen berechnen? Und wie kann man die Komplexität zweier Algorithmen vergleichen? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt es mir wie immer einfach in den Kommentaren. Danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Bis dann!